Hallo und grüß euch hier in Bramberg im wunderschönen Smaragddorf. Ich bin die Steiner Bia, komme aus Neukirchen. Ich bin der Lukas, ich komme aus Neukirchen und wir präsentieren euch heute Inselschule. Kommt mit! Lehranstalt für Tourismus. Das ist die klassische fünfjährige Ausbildung mit Matura-Abschluss, die den Schwerpunkt nachhaltiger Tourismus hat. Weiters gibt es die dreijährige Hotelfachschule mit dem Schwerpunkt E-Tourismus und es gibt den dreijährigen Aufbaulehrgang für Tourismus mit dem Schwerpunkt Tourismus und Finanzmanagement. Beim nachhaltigen Tourismus versuchen wir den jungen Menschen die Augen, Ohren und Herzen zu öffnen. Es geht darum, das Besondere, das man vielleicht unmittelbar vor der Nase hat, zu entdecken, zu sehen, was man selber ist, in welchem Raum sind wir daheim. Bei uns ist das der Nationalpark. Was heißt das für uns, auch speziell im Tourismus und was können wir daraus machen? Natürlich geht es in dem Bereich Nachhaltigkeit auch darum, ressourcenschonend zu arbeiten, was heißt das in einem Hotelbetrieb im Bereich Energie, was heißt das in einem Hotelbetrieb im Bereich der Abfallwirtschaft. Also wir versuchen hier Chancen und Perspektiven zu öffnen und die jungen Menschen zu sensibilisieren im Umgang mit verschiedenen Dingen und Einsatz dieser Möglichkeiten. Wir sind da jetzt in unserer Lehrküche. Hinter uns bereiten die Schülerinnen ihre Speisen zu. Und wie war es bei dir so mit Kochen? Ja, ich persönlich habe das Kochen sehr gern wegen. Ich finde, man lernt viel und es stärkt auch die Klassengemeinschaft. Und was hast du immer am liebsten gekocht? Am liebsten habe ich die Nachspeisen zubereitet. Und die Sache dort ist mein Liebste. So, jetzt bin ich da bei der Alex und die Alex habe jetzt eine Frage. Alex, wie taugt denn das Kochen generell so? Ja, das Kochen ist eigentlich schon ganz interessant und ich interessiere mich auch für das. Und ja, deswegen finde ich es eigentlich schon cool, dass wir eigentlich so eine Schule haben, wo man kochen kann. Okay, und das heißt vielleicht, dass du auch später mal im Beruf Koch eintreten wirst, oder? Nein, das nicht unbedingt, aber so Kochen daheim taugt mir eigentlich schon. Kochen unbedingt nicht. So, jetzt waren wir gerade in der Küche. Ich habe schon so den Hunger. Wie geht's dir, Lukas? Ich habe natürlich auch einen Hunger und wir sind jetzt eh schon im neuen Lehrrestaurant und wir schauen uns jetzt mal um, wie die uns unser Essen serviert. Also ich habe mir jetzt da drei wunderschöne Service-Damen geschnappt und jetzt fragen wir die einmal. Warum bist du eigentlich in die Schule hergekommen? Ja, ich interessiere mich für Tourismus und dann haben wir gedacht, ja, die Schule ist genau das Richtige für mich, weil man da halt mehr weiterlernt. Ah ja, interessant. Und wie gefällt es dir eigentlich jetzt? Also mir gefällt es eigentlich echt gut. Man lernt viel Neues dazu, man wird mit nachhaltigem Tourismus in Kontakt gesetzt. Und ja. Ja, und jetzt fragen wir noch die letzte der drei Damen. Was erwartest du da jetzt von der Schule? Ich erwarte mir ein besseres Allgemeinwissen und auch, dass wir eine gute Klassengemeinschaft haben und für die Matura, dass wir auch viel lernen. So, jetzt sind wir da in der Rechnungswesen, in der ersten Hotelfachschule. Das heißt, wir müssen ein bisschen leise sein. Lukas, wie hat denn die Rechnungswesen taugt? Ja, bei der Schularbeit bin ich eigentlich am meisten geschwitzt. Gut, ist klar. Jetzt schauen wir jetzt das ein bisschen um. Ich habe jetzt die Laura neben mir, bei der ersten Hotelfachschule. Laura, warum hast du dich für die Hotelfachschule entschieden? Ja, weil wir die Regeln für Hotels haben und dass das schon spannend ist. Und dass ich finde, das muss man einfach wissen und dass man sich da auskennt. Und was macht es im Rechnungswesen da heute? Jetzt machen wir gerade Personenkonten und das ist was Neues und da schreiben wir uns jetzt alles auf.
Also, wir haben jetzt da neben mir einen Lukas sitzen, voller Eifer. Der freut sich immer schon voll auf Rechnungswesen. Oder wie sicher das? Ja, eigentlich schon. Aber es ist halt schwer, wenn ich nicht von Anfang an mitlerne. Und verliere halt irgendwann den Faden. Aber es geht schon. Ja, und du gehst jetzt in die Tourismusschule. Wie gefällt dir denn die Tourismusschule im Allgemeinen so? Ja, es ist schon gut, weil ich habe Praktikum auch und ich kann halt die Seiten vom Berufsleben halt auch kennenlernen. Und das wärst du auch als Praktische gut unterrichtet in der Schule, nicht nur die Theorie. Ja, auf jeden Fall. Also da herin ist wirklich cool. Jetzt fragen wir die Frau Weinfurt nochmal, was bedeutet cool eigentlich? Ja, cool, das heißt kooperatives, offenes Lernen. Die Schüler arbeiten selbstständig an ihren Arbeitsaufträgen, in Gruppen oder alleine und sie können sich die Zeit selbst einteilen. In dieser Schule gibt es mehrere coole Räume. Ja, das ist nicht der einzige coole Raum. Wir haben auch noch einen Silenzium-Raum mit zwei ganz gemütlichen Couchen für Einzelarbeiten und einen EDV-Raum. Tourismus hat sich ja ganz stark verändert. Die Gäste informieren sich anders, die Gäste buchen woanders. Also die Wirtschaft ist da hier stark im Umbruch. Ich kann die schönste Homepage haben, wenn ich bei Google nicht auf der ersten Seite bin, dann werde ich sehr schwer gefunden werden. Es geht also um den Einsatz dieser neuen Medien. Ich muss das Klavier spielen können und dann wird unsere wunderbare Destination wettbewerbsfähig sein. Und hier geben wir den jungen Menschen ein gutes Rüstzeug mit auf den Weg, um mit diesen Medien auch umgehen zu können. So, jetzt haben wir da zwei Schüler aus unserer Schule mit der hübschen Schuluniform. Jetzt möchte ich gerne mal die Melissa fragen, wer sie sich da drin fühlt. Wer ist das für die Melissa? Ja, es ist recht angenehm, vor allem in der Früh, wenn es länger schlafen kannst, weil man braucht nicht lange überlegen, was man jetzt anzieht und so. Ich empfinde es als angenehm und es schaut auch fest aus. Simon, wie geht es dir mit Hemd und Krawatte? Ja, es geht eigentlich recht gut. Am Anfang war es halt ein bisschen umständlich. Und beim Krawattenbinden, tust du da leicht oder eher schwer? Ja, also noch dabei da immer ein bisschen schwer, aber das wird schon noch. Endlich haben wir eine neue Turnhalle. Ich bin so froh drüber. Wie man sieht, ist das die größte Veränderung an unserer Schule. Lukas, was sagst denn du dazu? Ich finde es auch super, dass wir jetzt endlich unsere eigene Turnhalle haben, dass wir nicht immer zur Hauptschaufe gehen müssen, weil da ist sehr viel Zeit vom Turnunterricht draufgegangen. Und was gefällt dir da herinnen so am besten, wenn du dich umschaust? Also am besten gefällt mir eigentlich die neue Kletterwand, weil ich glaube nicht, dass jede Schule eine eigene Kletterwand hat. Vielleicht sehen wir uns einmal in der Tourismusschule Bramberg. Da hat uns sehr gefreut.